Herzlich willkommen zum 72. Netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es gibt wieder einen Hashtag für heute Abend, und zwar NPA072, falls jemand Lust hat, im Internet ein bisschen mitzudiskutieren. Und wenn jemand ungern gefilmt wird, kann man sich bei der Fragerunde hinter die Kameras oder in diesen Torbogen stellen. Dann sollte alles gut sein. Wir haben heute ein volles Programm, und zwar fängt das Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft an. Da gibt es drei verschiedene Forschungsgruppen, und zwar erstens Demokratie und Digitalisierung mit Sebastian Berg, Caroline Helbig und Nikolas Rakowski. Danach Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung mit Florian Eiert, Florian Irkmeier und Rainer Rehag. Und zuletzt Kritikalität softwarebasierter Systeme mit Diana Servanescu. Danach folgt Julian Rausch von dem Digitale Gesellschaft e.V. mit unserem Informationsprojekt zur Datenschutzgrundverordnung. Und zuletzt dann noch Simon Sonnenberg mit dem Spiel Fake oder News und Informationskompetenz und bewusste Selbstverantwortung. Und bevor wir mit unserem allerersten Vortrag anfangen, stellt sich noch unsere neue Geschäftsführerin Elke Steven vor. Ja, danke schön. Ich will das auch nur ganz kurz machen, eigentlich einmal mich zeigen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ich freue mich vor allem jetzt auf die Inhalte. Also ich bin Soziologin, habe jetzt zum Anfang Mai in der digitalen Gesellschaft angefangen und habe vorher über 20 Jahre im Komitee für Grundrechte und Demokratie gearbeitet, mit so Schwerpunktthemen zum Demonstrationsrecht, Versammlungsrecht, was so ein ganz großer Schwerpunkt war, innere Sicherheitsfragen, Friedenspolitik, aber eben auch zur elektronischen Gesundheitskarte. Und freue mich jetzt einfach nochmal so in einem neuen Feld, mit dem ich mich immer mal wieder beschäftigt habe, aber aus dieser Perspektive von Grundrechten und Demokratie das hier auch anzugehen und dafür die digitale Gesellschaft zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen gleich noch kennenlerne und bin jetzt vor allem gespannt auf die Themen und gebe damit direkt weiter an Paula wieder. Dankeschön, Elke. Cool, dann kannst du jetzt auch schon losgehen mit dem Weizenbaum-Institut. Wo sind die denn da? Cool. Ja, wir haben das gesamte Weizenbaum-Institut mitgebracht. Nee. Okay, hallihallo. Ja, dass ihr mal ein paar Gesichter kennenlernt. Also erstmal herzlichen Dank, schön, dass wir uns hier mal präsentieren können. Und zwar das Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Und wir sind hier quasi Vertreterinnen und Vertreter von drei Forschungsgruppen von 20. Und wir erzählen jetzt mal ein bisschen was über uns. Wir sind... wir haben das mal hier so ein bisschen rangeworfen. Das ist ja, die Ratio ist funny. Okay, also Sebastian, Florian, Caroline, Florian, Niklas, Rainer und Diana. Ihr könnt jetzt sozusagen die Gesichter matchen. Und wie ihr da schon seht, kommen wir aus ganz verschiedenen inhaltlichen Hintergründen und wir wollen uns jetzt mal vorstellen. Also, es geht erstmal darum, allgemein mal so ein bisschen einen Institutsumriss zu machen, dann so ein paar Worte zu verlieren zu Weizenbaum, Josef Weizenbaum als Namensgeber. Dann gibt es so ein bisschen für die Organisationsnerds so ein bisschen Aufbau des Instituts. Dann gibt es die exemplarische Vorstellung von unseren drei Forschungsgruppen, was wir so treiben. Und zum Schluss können wir ein bisschen Fragen, Anmerkungen, Austausch machen, falls ihr eins von den dreien oder alle drei oder auch zwei von dreien wollt. Also als allererstes kann man mal sagen, als Institutsumriss, also der Hintergrund ist sicherlich uns allen hier irgendwie geläufig, dass es gesellschaftliche Veränderungen durch die sogenannte Digitalisierung gibt. Und ich habe das mal so ein bisschen in Anführungsstriche gesetzt, weil dieses Konzept Digitalisierung natürlich den wahrscheinlich hier im Raum Seienden auch schon in den 90ern als irgendwie Informationsgesellschaft bekannt geworden ist oder als netzpolitische Veränderung so in den Nullerjahren. Und jetzt heißt es halt Digitalisierung.
Und man kann auch sagen, es gab, ich weiß es zum Beispiel aus der Informatik, so auch einen, so einen Abbau von zum Beispiel Informatik- und Gesellschaftslehrstühlen. Aber durch steten Druck, sage ich jetzt mal, aus allen Ecken, die Problematiken, die hochkommen und auch sozusagen gesellschaftlichen Gruppen, wie zum Beispiel auch hier, ist dann doch klar geworden, da gibt es Probleme größerer Art, die man irgendwie angehen muss, und zwar anders, als es bisher so war. Das heißt, es gab eine Ausschreibung für ein deutsches Internetinstitut. Ihr seht mal, ich habe mal hier irgendwie den Ausschnitt aus der digitalen Agenda der Bundesregierung reingepackt, wo drin steht, ne, wir wollen mal irgendwie ein staatliches finanziertes Institut haben, was Großes und diese Fragen beleuchten soll. Als Eckdaten kann man sagen, ist direkt vom BMF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, finanziert, 50 Millionen innerhalb von 5 Jahren. Und da werden zum Schluss dann 150 Leute oder plus minus arbeiten, und die Forschungsgruppen haben jeweils noch Gastforscherinnen und Gastforscher, sogenannte Fellows, und weitere Besuchende dabei. Das ist sozusagen so das ganze Satellitensystem noch außen herum. Formal im September 2017 gegründet, aber es ist quasi alles noch im Aufbau. Das heißt, manche Forschungsgruppen sind noch gar nicht da, manche sind noch nicht ganz voll und so weiter. Das ist alles, jeder, der schon mal irgendwie eine Organisation gestartet hat, weiß, wie das so ist am Anfang, wenn man so über den Router stolpert quasi. Naja, ihr wisst ja, wie das ist. Und die Zielstellung, ich zitiere mal die Webseite, Digitalisierung zum Wohle der Gesellschaft zu erforschen und nutzbar zu machen. Also die Arbeitsweise, man kann das so ein bisschen an so einem Zitat festmachen, das habe ich da oben hingepackt: Wie lassen sich die Ziele individueller und gesellschaftlicher Selbstbestimmung in einer digital vernetzten Transformations- und Entgrenzungsprozessen geprägten Welt realisieren? Und vor allem, was ich ganz spannend finde, ist, welche Rahmenbedingungen und Ressourcen sind dafür notwendig? Ne? Also neben No Man's an Island. Also die Arbeitsweise ist so, Grundlagenforschung, keine Auftragsforschung. Ergebnisoffen, ne, das heißt, es ist erstmal nicht klar, was da rauskommt. Und auch interdisziplinär. Ne? Ich habe mal ein paar von den Disziplinen rangeworfen, also Informatik, Design, Kommunikationspolitik, Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie. Und was ganz spannend ist, nicht nur, es gibt verschiedene Gruppen, die eben aus verschiedenen Richtungen kommen, sondern die Gruppen selber, die Arbeitsgruppen selber sind interdisziplinär. Also es ist sehr, sehr interessant und fruchtbar dann. Und auch ganz interessant, der letzte Punkt, die Kommunikation der Ergebnisse, gerade in Politik und Gesellschaft, ist auf alle Fälle eine wesentliche Aufgabe. Das heißt, man könnte sagen, das ist so die Anti-Elfenbeinturm-Klausel. Also die Grundidee ist schon, da in Kontakt zu treten und diese Sachen wirklich auch dahin zu bringen, wo sie irgendwie was bringen. Ne? Also Politik, das wissen wir ja hier, da braucht es viel Beratung. Physisch kann man mal sehen, uns gibt es auch wirklich als echtes Haus. Ne, also hier, ne, hier ist der Zoo und hier ist quasi das Gebäude, und wir sind quasi in der H32, also wer in Bits denkt, der braucht nur eine 1 und ein paar Nullen. Und ja, dann würde ich jetzt noch ein paar Sachen zu Josef Weizenbaum sagen. Wir sind ja das Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Also aus Eckdaten kann man so ein bisschen: 23 geboren in Berlin, 2008 gestorben in Berlin, die Familie emigrierte 36 in die USA. Und da war dann Informatiker am MIT auch gerade, da war der Professor, auch Systemingenieur, hat so eine der ersten Systeme irgendwie so in der Finanzwirtschaft auch mitgebaut und ist so als Pionier der künstlichen Intelligenz bekannt. Das klingt jetzt alles irgendwie interessant, aber jetzt denkt man sich so noch, okay, ja, aber also, was ist da jetzt der Punkt so? Interessant ist es, wenn man sich erinnert, der Eliza-Moment von ihm, wo er quasi eine KI gebaut hat, die aus sehr einfachen Analysen der Sätze, Satzteile neu umgestellt hat und so eine Art Psychoanalyse Software sein sollte, und er wollte damit zeigen, wie einfach man so eine Auswirkung darstellen kann auf KI. Das ist aber so eingeschlagen, dass er entsetzt war und gesehen hat, oh krass, die Leute nehmen das alles für bare Münze, und hat sozusagen diesen Begriff der Technikgläubigkeit, also inwiefern man Technik Dinge zuschreibt, die sie aber gar nicht kann, und dann aus dieser Zuschreibung aber Handlungen entstehen. Da hat er sehr viel dazu gearbeitet und geschrieben. Und seine Gesellschaftskritik, also er hat auch immer gesagt, ich bin kein Computerkritiker, Computer verstehen keine Kritik, ich bin Gesellschaftskritiker. Er wollte immer, dass sozusagen Technik soll dem Menschen dienen und auch im Geiste der Aufklärung verwendet werden. Und er hat immer kritisiert, dass gerade die Technik immer ein sehr einfaches, primitives Weltbild hat und dann immer versucht, sozusagen viele, also selbstkritischerweise viele Probleme versucht, technisch zu lösen. Naja. Und so einfach ist es ja dann meistens nicht. Und was vielleicht einige nicht wissen, er war auf alle Fälle ein ganz krasser Antimilitarist und hat gesagt, also wir müssen auf alle Fälle dafür sorgen, dass für friedliche Zwecke und keinesfalls
für sozusagen eine Militarisierung der Gesellschaft irgendwie Technik verwendet werden soll. Und deswegen hat er auch 1984 das FIF mitgegründet, also das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe da mal so ein Symbol irgendwie hingepackt, quasi vor 35 Jahren. Aber man sagt, sie seien noch unter uns. Aber das nur am Rande. Das heißt, das sind die Werte und die Sichtweisen, die quasi Weizenbaum vertreten hat an der Stelle. Wer ein bisschen mehr darüber noch wissen möchte, es gibt so zwei Texte, auf die man mal hinweisen will, also ein Buch, Computer Power and Human Reason. Da ist halt ein Buch, wo er mal ein bisschen seine Gedanken dargelegt hat und auch interessant ist ein Artikel von 86 in den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ohne uns geht es nicht weiter, da wurde er, glaube ich, bekannt dafür mit dem Zitat, dass er nichts weniger verlangt, als dass eine gesamte Zunft aufsteht und Nein sagt zum Wahnsinn des Krieges und damit meint er die Informatik selber. Oder man kann sich auch Filme angucken, um sich dem mal ein bisschen zu nähern. Also zum Beispiel Plug and Pray ist eine Doku über künstliche Intelligenz und was er dazu denkt und was andere dazu denken. Oder auch Rebel at Work, was er so dokumentarischen Charakter hat. Und dann gebe ich mal weiter an Florian, der uns mal konkreter so was zur Organisation sagt. Gut, genau, nach diesem inhaltlichen Überblick tauchen wir jetzt für einen kleinen Moment ein in die formale organisationale Struktur des Weizenbaum-Instituts. Zunächst mal ist ganz wichtig, das Institut ist ein Verbundprojekt, das aus 7 Verbundpartnern besteht, 5 Universitäten, also die Freie Universität, die Humboldt-Uni, die TU, die Universität der Künste und die Universität Potsdam, sowie 2 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, das Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme, kurz Fokus, und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kurz WZB. Wobei zu sagen ist, dass das WZB gleichzeitig die Koordinationsrolle innerhalb dieses Verbundes einnimmt, also zum Beispiel sowas wie die IT für das Weizenbaum-Institut organisiert. Genau, weiterhin ist es so, dass das Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft das Prinzip der Vernetzung nicht nur intern im Sinne dieser Verbundsvernetzung anwendet, sondern auch extern anstrebt und deshalb eine ganze Reihe von Netzwerkpartnern hat. Aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik, Zivilgesellschaft, Medien und Gewerkschaften. Zu diesen Netzwerkpartnern gehören zum Beispiel Akatech, ECO, die Gesellschaft für Informatik, das HPI, die IG Metall, Verdi oder zum Beispiel auch der Bundesverband Deutscher Startups. Und die Idee hinter diesen Netzwerkpartnern ist sozusagen, dass wir regelmäßig im Austausch stehen und auch über Projekte kooperieren und so sozusagen auch Transfer leisten zu anderen Teilen der Gesellschaft und eben nicht nur im Elfenbeinturm operieren. Genau, kommen wir jetzt so ein bisschen zur personalen Ebene des Weizenbaum-Instituts. An der Spitze stehen 3 Gründungsdirektorinnen, die auch so ein bisschen widerspiegeln, wie disziplinär divers das Institut aufgebaut ist. Das ist einmal Professor Martin Emmer aus der Kommunikationswissenschaft, Professor Axel Metzger aus den Rechtswissenschaften und dann Professor Ina Schieferdecker aus der Informatik. Weiterhin sind sozusagen inhaltlich federführend 12 PIs, also Principal Investigators, die so ein bisschen inhaltlich eine wichtige Rolle spielen. Und ich lese jetzt nicht alle vor, die sind hier mal abgebildet, zusammen mit den 3 Gründungsdirektorinnen. Vielleicht bekannt hier sind zum Beispiel Professor Janett Hofmann aus der Politikwissenschaft oder auch Björn Scheuermann aus der Informatik. Die sind hier beide ganz rechts zu sehen. Ja, dann steigen wir nochmal ein bisschen tiefer ein in die Organisation oder die Struktur des Weizenbaum-Instituts. Die Forschung des Instituts orientiert sich an diesen 6 sogenannten thematischen Bubbles. Also es ist Arbeit, Innovation und Wertschöpfung, Vertrag und Verantwortung auf digitalen Märkten, Wissen, Bildung und soziale Ungleichheit, Demokratie, Partizipation und Öffentlichkeit, Governance und Normsetzung und Technikwandel. Und wie man hier auch so ein bisschen verpixelt sehen kann, zu jeder von diesen 6 thematischen Bubbles gehören dann wiederum Forschungsgruppen. Das sind insgesamt 20 an der Zahl und die bilden sozusagen die organisationalen Nuklei dieses Weizenbaum-Instituts. Diese Gruppen bestehen in der Regel aus einem PI, einem Postdoc, 2 bis 4 Doktoranden und ein paar studentischen Hilfskräften und beschäftigen sich eben jeweils mit Teilaspekten dieser thematischen Bubbles ein bisschen spezifischer. Das geht von sehr abstrakt, wie zum Beispiel Gruppe 16, Verlagerungen in der Normsetzung, bis zu sehr konkret, wie zum Beispiel Gruppe 4, Daten als Zahlungsmittel.
Und zurzeit ist es so, dass die meisten dieser Gruppen schon fast vollständig besetzt sind, ein paar aber immer noch in der Rekrutierungsphase sich befinden. Genau, und damit wir jetzt so ein bisschen noch einen kleinen Einblick in die thematische Arbeit des Weizenbaum-Instituts auch liefern können, werden jetzt drei dieser hier, dieser 20 Forschungsgruppen, die heute Abend quasi persönlich vertreten sind, ein bisschen ihre Arbeit vorstellen. Das ist einmal Gruppe 12, Demokratie und Digitalisierung, Gruppe 18, Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung und Gruppe 20, Kritikalität softwarebasierter Systeme. Hallo von meiner Seite. Ich bin Sebastian und ich werde jetzt die Forschungsgruppe 12 Demokratie und Digitalisierung vorstellen. Team DigiDem wird geleitet durch unseren Principal Investigator, durch Lennart Hofmann. Ja, so. Okay, gut. Also Jeanette Hofmann ist unser Principal Investigator, Thorsten Thiel unser Forschungsgruppenleiter, wir haben mit Caroline Helbig noch eine Sozialwissenschaftlerin, mit Niklas Rakowski noch einen Juristen, ich bin Politikwissenschaftler und wir werden durch Weser und Tim unterstützt, das sind unsere studentischen Hilfskräfte. Jetzt die Frage, was machen wir? Inhaltlich wird unsere Gruppe häufig mit der Frage assoziiert, wie Digitalisierung die Demokratie verändert. Da sich die Demokratie gefühlt seit ihrer Erfindung im Krisenmodus befindet, scheint es relativ naheliegend zu fragen, ob wir denn sagen können, ob Cambridge Analytica tatsächlich die Demokratie gefährdet, ob wir vielleicht wissen im Endeffekt, ob Facebook und seine fragmentierende Wirkung wirklich zur Radikalisierung von Politik führen, können wir nachher verkünden, ob oder wie man am besten mit Twitter Revolutionen beeinflusst, und die Antwort lautet, können wir wahrscheinlich so nicht. Das sind alles relevante und spannende Fragen. Aber Grundlagenforschung, wie wir sie betreiben wollen, hat ja zumindest den Anspruch, ein bisschen tiefer zu bohren und Ambivalenzen aufzuarbeiten. Entsprechend steht das Demokratie in unserem Titel nicht nur für das, was verändert wird durch Digitalisierung, sondern auch Demokratie steht für uns auch als Forschungsgruppe für den theoretischen Zugang, nämlich eine demokratietheoretische Untersuchung technisch-gesellschaftlicher Veränderungen anzuleiten. Demokratietheorien haben sowohl eine deskriptive als auch eine normative Komponente, sodass wir auch verschiedene Blickwinkel einzubringen versuchen. Wir können das vielleicht mal ganz kurz, haben uns gedacht, um das ein bisschen greifbarer zu machen, anhand des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes anschauen. Das NetzDG, das kennen wahrscheinlich die meisten. Auf der deskriptiven, also der analytisch beschreibenden Ebene, könnte man untersuchen, wie sich Kommunikationsstrukturen verändern. Ne, und durch neue mediale Vermittlungsinstanzen wie Twitter, Facebook oder etwa algorithmische Kuratierung von Newsfeeds. Dann könnte man Fragen stellen, wie ob das Gesetz die Debattenkultur im Netz sichert, wie wirkt es sich auf die Strukturierung von Debatten aus, wenn private Unternehmen Posts oder Nachrichten löschen können, sollen, wie gestaltet sich unter diesen Bedingungen die politische Willensbindung, beispielsweise anhand der Landtagswahl in Bayern, und lassen sich solche Veränderungen in Bezug zu Theorien wie beispielsweise der zum Strukturwandel der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas setzen. Auf der normativen Ebene lassen sich dann auch Fragen stellen, beispielsweise wie entspricht dieses Gesetz unserer normativen Vorstellung davon, wie Demokratie aussehen soll. Mit einer liberalen Schwerpunktsetzung, sowas kennt man vielleicht eher aus den USA, könnte man von der freien Meinungsäußerung ausgehen und würde in der Bewertung des NetzDG vielleicht eher eine kritische Position einnehmen. Aus Sicht einer republikanischen Variante würde man eventuell die Rolle von Institutionen im Partizipationsprozess, die Bewertung von Bürgertugenden stärker machen und in der Analyse zu einem positiveren Ergebnis kommen. Unsere Gruppe möchte eben solche Ambivalenzen sichtbar machen und aufarbeiten. Und daher verstehen wir Demokratie und Digitalisierung grundsätzlich als ein Wechselverhältnis, das sich in beide Richtungen untersuchen lässt. Und wir haben das mal in zwei Leitfragen versucht zu formulieren. Zum einen, wie verändert die Digitalisierung Demokratie? Und zum zweiten, wie können demokratische Werte und Verfahren im Prozess der Digitalisierung realisiert werden? Das ist jetzt sehr verkürzt und in Nutsche die Grundidee und Programmatik unserer Forschungsgruppe, die wir in den nächsten Jahren verfolgen möchten. Danke. Hallo, mein Name ist Florian und ich stelle jetzt die Forschungsgruppe 18 Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung vor. Die Gruppe wird geleitet von Dr. Lena Ulbricht und auch bei uns ist Professor Jeanette Hofmann Principal Investigator. Und wir befassen uns mit der Forschungsfrage, verändert sich Regulierung durch den Einsatz automatisierter Informations- und Entscheidungssysteme und wenn ja, wie? Und wir meinen mit Regulierung aber jetzt nicht unbedingt das, was der Alltagssprachgebrauch meint, sondern wir haben einen sehr breiten Regulierungsbegriff
und verstehen darunter das kontinuierliche Einwirken auf das Verhalten anderer in der Absicht, bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, dass Regulierung, wie wir sie verstehen, nicht unbedingt vom Staat kommen muss, sondern genauso gut von Firmen, Parteien, NGOs oder auch von Individuen ausgehen kann. Und genauso muss Regulierung in ihren Mitteln nicht beschränkt sein auf Gesetze oder Steuern, sondern kann eben auch andere Instrumente einsetzen. Und schon lange wird ja auf der Grundlage von Zahlen reguliert. Also wenn man jetzt mal an die Bedeutung der doppelten Buchführung für den modernen Kapitalismus denkt oder der Statistik für den modernen Staat, dann erkennt man die Bedeutung von Zahlen für Regulierung. Und durch die Digitalisierung wird es eben immer einfacher, Zahlen, vielleicht sollte ich die Definition noch an die Wand werfen, also wir verstehen Quantifizierung als einen Übersetzungsprozess, wo Ausschnitte der Welt in Zahlen wiedergegeben werden. Und so eine automatisierte Produktion und Verarbeitung und Weitergabe von Zahlen wird in der Digitalisierung immer leichter möglich, und deshalb beschäftigen wir uns eben stark mit Quantifizierung und ihrer Rolle für Regulierungsprozesse. Und weil es nun eben möglich ist, sowohl Quantifizierungs- als auch Regulierungsprozesse zu automatisieren, haben wir eben die vorläufige Hypothese, dass Regulierung dadurch adaptiver, granularer, subtiler, zeitlich unmittelbarer, räumlich umfassender, effektiver, aber vielleicht auch responsiver wird. Und ob das tatsächlich der Fall ist, ob diese Hypothese zutrifft, wollen wir in den nächsten Jahren empirisch herausfinden. Und dabei schauen wir uns ganz verschiedene empirische Ebenen an. Auf der Ebene des Individuums gucken wir uns die Selbstregulierung mit Hilfe von Wearables an. Auf der Ebene von Organisationen gucken wir uns an, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Firmen reguliert werden, zum Beispiel bei Uber. Und auf der Makroebene sehen wir uns an, wie ganze Bevölkerungen reguliert werden, zum Beispiel durch Predictive Policing oder Citizen Scores. Und um herauszufinden, ob diese Arten von Regulierung denn tatsächlich neu sind und was denn jetzt das Charakteristische an ihnen ist, arbeiten wir historisch vergleichend. Das heißt, wir gucken uns nicht nur zeitgenössische, sondern auch historische Fälle von Regulierung an. Und damit diese Vergleiche, die wir dann anstellen, irgendwie eine sinnvolle Grundlage haben, greifen wir verschiedene Theorieströmungen auf und verknüpfen die zu unserem eigenen, hoffentlich brauchbaren, konzeptionellen Rahmen. Und solche Forschung ist natürlich auch kein reiner Selbstzweck, sondern sie soll auch irgendwo die öffentliche Debatte informieren. Also es geht uns zum einen darum, das begriffliche Werkzeug und das empirische Wissen bereitzustellen, mit dem sich Machtverhältnisse analysieren und kritisieren lassen. Wenn man sich zum Beispiel den Fall Uber ansieht und mal fragt, wer jetzt eigentlich bestimmt, was eigentlich gemessen wird und wie bewertet wird und wie Preise festgelegt werden, der sieht eigentlich recht schnell, dass diese Peer-to-Peer-Rhetorik eben doch vor allem Fassade ist. Und zweitens wollen wir uns diejenigen Fälle und diejenigen Aspekte von Regulierung ansehen, die politischer Gegenmaßnahmen bedürfen. Also wo der Staat zum Beispiel regulierend eingreifen muss, um die Regulierung durch Konzerne irgendwie einzuhegen und einzufangen. Und ja, indem wir also zeigen, wie sich digitale Regulierung sinnvoll beschreiben lässt und wo demokratische Gesellschaften gegensteuern sollten, wenn sie denn weiterhin demokratisch bleiben wollen, wollen wir einen Beitrag leisten zur individuellen und kollektiven Selbstbestimmung in der Digitalisierung. Okay. Und ich gebe weiter an Diana. Hello everyone, thank you very much for having me here. I'm very excited to present you the work of my team. My name is Diana Șerbănescu, and I apologize for my lack of English. I showcase in this way also the international quality of our team at the Institute, in addition to the interdisciplinarity. We are a multi-culti team, small and young, originating from Romania, Azerbaijan, Argentina, and Germany. The name of my group is, I'm already at the end. The name of my group is Criticality of Software Systems, and we focus on the criticality of AI. We are from the technical side of the Weizenbaum Institute, but we are quite interdisciplinary.
Why we consider software system to be so critical, and why the focus on AI, apart from the fact that it's a buzzword nowadays? Well, artificial intelligent algorithms are permeating our lives. They're embedded in products and services, and they are already implemented in different fields like transportation, energy distribution, health, decision and expert systems, finance and banking, laws and regulations. They are everywhere. It is therefore very important to consider critically the importance and the effects they have on our lives. AI 100 report is a report organized by Stanford University, and it's going to take place over 100 years, and it's going to study the impact on long term of artificial intelligence on society. As we notice that those technologies are permeating our lives, we also notice that there is a shift between from the field of analyzing those systems from purely an engineering perspective towards trying to build systems that are intelligent but are also human aware and trustworthy. So those are the research questions that my group is dealing with at the minute. How to build technology around people? How to make it human-centered? And what does human-centered mean? This is a map of the keywords and the key questions that we are asking in relationship to this. How can we bring systems which are aware of our behavior, who can help us to be more creative, who are aware of our emotions? How can we build interfaces that are made for humans and not educate humans around technology, but also make people understand better what artificial intelligence also is? How to bring those aspects from the design level, how to couple the engineering world with actually cultural world, with the social the problems of the society. How to increase trust, how to open the black box and make things transparent. Bias is inherent like in all the collection of data in all algorithms, but we have to be aware and we have to be responsible when we build our models. Who are the people behind those questions? I'm gonna shortly introduce here my team. So from left to right, Martin is dealing with transparency and human-machine interaction. He's currently initiating a project with OpenShufa, trying to find more about the algorithms and how the data is actually captured and what the conclusions are based on. In the middle is my colleague Gonay from Azerbaijan. She is a computer scientist, but she's also initiator of projects involving empowerments of women in technology, and she's having an experience in education. Her research in the institute is for incorporating artificial intelligence in education and to study the impact of technology in this field. This is myself. I have a double background in computer science. I have a PhD in computer science and a BA in performing arts. I'm interested in coupling technology with aspects of human interaction, augmenting the human embodiment, enhancing creativity and emotion. We also have a physicist on board. He's working on artificial bias and with models inspired from thermodynamics. And at the moment, we are looking for a creative technologist. So if you feel interested and inspired by the work we do, please feel free to apply. Our vision for the future is quite simple. We want to educate, we want to experiment and to present our results. We believe that the results and the research should be easy accessible and should be in contact with the society, and there should be the reinforcement loop between research and informed by society. And last, I would like to end with two inspiring quotes that express the vision and the mission of our group. As our patron Joseph Weizenbaum states, a computer will do what you tell it to do, but that might be much different from what you had in mind. So we have to keep the critical aspect. But nevertheless, we shouldn't lose faith. So I would finish with a quote from Paulo Freire. It should be a dialogue. And although it's hard, dialogue further requires an intense faith in humankind, faith in the power to make and remake, to create and recreate, faith in their vocation to be more fully human, which is a privilege of an elite, but the birthright of all. We believe in AI for everyone. Thank you. Ah, okay.
Cool, danke. Jetzt kommen wir zum Fragen, Anmerkungen und Austausch. Wenn ihr irgendwie mehr wissen wollt, könnt ihr hier bei weizenbaum-institut.de gucken oder jwi-berlin auf Twitter zum Beispiel. Und dann könnt ihr mal gucken, was wir da so treiben und was auch unsere Researcher da so tun. Also da kommen so Infos aus den Gruppen und vom Institut selber und so ein bunter Strauß an Infos. Okay, dann kommen wir jetzt Fragen, Anmerkungen, Austausch. Gibt es denn Fragen, Anmerkungen, Austausch? Alles erschlagen. Ah, alles klar. Hallo, ja, vielen Dank für die schönen Vorträge. Ihr seid ja alle aus verschiedenen Disziplinen und mich würde interessieren, gibt es denn schon ernstzunehmende Journals für diese vernetzten Fragen, für diese Fragen der vernetzten Gesellschaft, oder werdet ihr dann jeweils in den Journals eurer Felder veröffentlichen? Oder gibt es schon eine gemeinsame internationale Dialogplattform in Form von Journals in dem Bereich? Also es gibt schon Journals, die sich mit den Fragen beschäftigen. Die kommen natürlich, meistens haben die irgendwie so zum Beispiel irgendwie Techniksoziologie, haben dann eher so einen soziologischen Schwerpunkt und streifen das, oder sowas wie Surveillance Studies oder sowas. Also es gibt schon eine Menge Mischsachen und da würde es irgendwo einsortiert werden, vermutlich. Also in der, genau. Aber da darf ich mal, da legst du natürlich den Finger in die Wunde. Wir haben auch tatsächlich schon den Plan, tatsächlich ein interdisziplinäres Peer-Reviewed Open Access Journal zu gründen, wenn es denn keins gibt. Also wir haben ein Proposal zur Inclusive Science geschrieben. Jetzt ist es gerade in der Bearbeitung, es ist sehr closed, also so viel zum Thema Open Science und Inclusive Science. Wir arbeiten gerade daran, ja. Also das ist genau das. Also wir wollen vor allem bestimmte Disziplinen dazu bewegen, auch das zu veröffentlichen, besonders, also die Informatik ist ja schon gut vorgeprescht, aber es gibt noch andere, die eher erstmal 7 Bände bei De Gruyter veröffentlichen und dann hinterher mit ihren Kollegen diskutieren. Das wollen wir auch durchbrechen, aber ja, nur als Ergänzung zur Antwort. Ist in der Schublade und nicht in der... Hey, ein Open Science Aktivist. Ach ja, Volker, ja natürlich. Dankeschön. Gibt es noch mehr Fragen? Okay, ich sehe keine. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank für den Vortrag. Das war toll.